ja, wir sind ja jetzt gerade im Urlaub. Bis zum 2. Januar haben wir noch geschlossen. Ich habe natürlich pünktlich zu meinem Urlaub, habe ich mir eine Krankheit gegönnt. Also ein bisschen erkältet bin ich, falls ich ein bisschen nasal bin. Wie gesagt, seid mir da nicht böse. Ja, was gibt's heute zu sehen? Es gibt einen richtig coolen WhatsApp-Deal. Und zwar einen Sega Saturn. Den Preis, was ich dafür bezahlt habe, werde ich im Outro erzählen. Ich habe mir auf jeden Fall etwas aus diesem Paket als mein persönliches Weihnachtsgeschenk genommen. Und zwar den Sega Saturn mit 60 Hertz Umbau. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Weiter geht's. So, hier kommen wir mal wieder zu einem WhatsApp-Deal. Und zwar geht's da um einen Sega Saturn mit Spiele. Der Verkäufer bzw. der Anbieter hat mir schon gesagt gehabt, dass manche die Beschreibungen fehlen. Er hat mir auch gesagt, dass schon ein Zettel beiliegt. Aber ich würde mal sagen, wir machen es einfach mal auf und gucken mal nach, weil ich bin auch hyped, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an, was da so im Einzelnen drin ist. Und dann würde ich sagen, die Wundertüte geht auf. Auf jeden Fall. Ah, okay. Okay, das war schon mal das erste. Sega Saturn WhatsApp Deal Paket 2 von 2. Das ist schon mal die erste Info. Aber da haben wir einen Karton im Karton. Den packen wir erstmal hier hin. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal zwei Controller. So wie es aussieht, sogar in den Originaltüten. Das müssen wir nachher nochmal genauer angucken. Ich hoffe nur, dass das nicht das Inlay von dem Gerät ist. Das wäre schade. So, da sind auch noch Teile vom Inlay. Ich hoffe nicht, dass es das Original-Inlay ist. Das wäre etwas schade. Ja, dann haben wir hier nochmal so eine Pistole. Detail selber. Auch so wie es aussieht in der originalen Tüte. Aber wir können schon mal den großen Karton hier entsorgen. Aber ich hoffe jetzt nur, dass ihr die OVPs in dem anderen großen Karton hat. Und was haben wir hier? Wir haben hier Iron Storm. Und zwar in diesem Fall, so wie es aussieht, komplett. CD sieht gut aus, da kann man nicht meckern. So, dann haben wir das Fighters 95. Auch im sehr guten Zustand, finde ich sogar. Auch Beschreibung, wirklich hervorragend. CD top, also absolut nichts dran zu makeln. Ganz leichte Wellen hat es. Also er hatte wohl was gesagt mit Wellen. Aber das geht noch. So, kurz da. Dann haben wir ein Resident Evil Code Veronica. Hat er wohl, glaube ich, noch zusätzlich reingepackt. Muss man noch nachverhandeln. Ich denke mal, da werde ich ein bisschen mehr geben. Ups, okay. Da fehlt dann die zweite CD. Schade drum. So, dann haben wir einmal noch einen weiteren Controller vom Sega Saturn. Nicht in der Originaltüte. Das ist, glaube ich, Original Edeka. So, dann haben wir nochmal Original Edeka-Tüte. Einen Honeybee-Controller. Dann haben wir die Zusatzmodule. Die sind immer ganz wichtig. Einmal vom Final Fight 95. Das Action, den Action Universal Adapter, Memory Card Plus haben wir noch einmal dazu und dann geht es auch schon weiter. PlayStation NTSC Nightmare Creatures, auf jeden Fall was Feines. Dann haben wir Final Fantasy, leicht, ich weiß nicht, ob man sieht, guckt euch das mal an, leicht wellig hier im Coverbereich, aber ansonsten mit Beschreibung. Da kann man absolut nicht meckern. Sieht toppi aus. Also nicht nur ein reiner Sega-Deal, würde ich sagen. So, dann haben wir das Virtual Fighter Remix. Auch was Schönes auf jeden Fall. Upsala, da ist die CD so ein bisschen rausgekommen. Die ist
Die Hülle ist nicht mehr ganz 100%, aber die kann man glücklicherweise austauschen. Das geht tatsächlich noch. So, dann gehen wir weiter. Sega Saturn Sega Rally. Und zwar, das ist schön, das ist selten, dass es noch mit drin ist. Da haben wir eine gut erhaltene CD. Leichten Grauschimmer hat sie. Beschreibung ist auf jeden Fall noch mehr als gut. Ja, da muss ich mich echt mal schlau machen. Ich glaube, da gab es extra Cover. Ich bin mir aber nicht ganz 100% sicher. Weil in dem Fall, es könnte auch sein, dass das Cover durch das Booklet ersetzt wurde. So, dann gehen wir weiter. Eine ganze Tüte voll mit Saturn-Spielen. Da ist natürlich... jetzt weiß ich, was er meint mit den Wellen. Er hat so leichte Wellen, es geht aber noch. Und zwar haben wir hier Shinobi X. Ohne Beschreibung leider. Und da geht es leider etwas auf. Er hat gefragt, ob er es wieder reparieren soll. Ich habe gesagt, lieber nicht. Das mache ich lieber selber. Dann kommt nämlich entweder mit Heißklebepistole ein ganz kleiner Streifen Heißkleber drauf. Damit wird es dann auch nicht wellig. Aber da wäre zum Beispiel die Beschreibung nicht bei. Dann haben wir Dragon Force. Dragon Force, wenn ich mich nicht irre. So, und da haben wir... leider ohne Beschreibung. Wäre natürlich richtig mega gewesen, wenn das mit Beschreibung gewesen wäre. So, dann haben wir das Earthworm Jim. Leider auch ohne Beschreibung. Ist natürlich für einen Sammler fast schon. Und ihr seht es selber, sehr wellig das Ganze. Aber es geht noch. Also ich würde mal sagen, es ist noch okay. Dann mein persönliches Lieblingsspiel, Bomberman. Da ist noch, da habt irgendwie, guckt euch das mal an hier. Da hat jemand so Wäsche, also Büroklammern dran gemacht, dran geklebt mit dieser Film, damit man es dann so an die Wand hängen kann. Finde ich irgendwie ganz witzig. Kriegt man aber wieder runter, leicht willig, was er ja schon selber sagte, ist es. Und, das geht aber schwer auf. Und leider auch ohne Beschreibung. Das ist natürlich nicht so schön. Es fühlt sich auch an wie ohne Beschreibung. Da haben wir nochmal das Street Racer. Leider auch ohne Beschreibung. Das heißt, in dem Fall sind die Sammler eigentlich schon ziemlich raus. Da haben wir eine einzelne Beschreibung von Knights. Da müsste auch irgendwo gleich noch die Knights mit drin sein. Oh, dann haben wir hier das Daytona USA. Und das fühlt sich an wie mit Beschreibung. Jawohl, ist mit Beschreibung. Upsala. Ja, die CDs sind lose drin, aber wie gesagt, hier im guten Zustand auch die Beschreibung tippitoppi. Da gab es nichts dran zu mäkeln. So, dann haben wir Story of Thor 2. Auch eigentlich was richtig Feines. Auch hier sieht man es, dieses leicht wellige. Er sagte, er hat es auf dem Dachboden gelagert. Dort passiert sowas gerne. Aber Story of Thor, auch mit Beschreibung. CDs sind leider etwas lose drin. Hätte man vielleicht ein bisschen Knallfolie oder so, also Luftpolsterfolie reinpacken können. Ich nenne sie immer Knallfolie. So, dann haben wir das Toriko. Auch mit Beschreibung, so wie es sich anfühlt. Ja, ist mit Beschreibung. Beide CDs mit drin. Wunderbar. Auch die zweite CD, auch die zweite CD im sehr guten Zustand. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Da braucht man noch nicht mal nachpolieren. So, dann haben wir zwei kleine Päckchen mit Memory-Karten, so wie es aussieht, auch jeweils drin. Dann haben wir hier, Warhammer ist das. Und zwar ist das Warhammer im Schatten der gehörnten Ratte. Okay, muss ich gleich mal nachschauen. Könnte was Selteneres sein. Dann haben wir hier nochmal einzelne Beschreibungen, und zwar vom Sega Saturn einmal Fighters Megamix. Dann haben wir nochmal, von irgendeinem Fußballspiel, so wie es aussieht. Und Sega Saturn, nochmal das gleiche. So, Exhumed, die Beschreibung für den Sega Saturn. Dann haben wir Battle Arena Toshinden, Battle Arena Toshinden, der erste Teil. So, dann haben aber auch ohne Beschreibung, so wie es sich anfühlt. Ist nicht meine persönliche Welt. Und noch mehr.
Übrigens auch ohne Rückseite. So, dann haben wir nochmal Destruction Derby. So wie sie aussieht, auch ohne Beschreibung. Ja. Dann haben wir das Tekken. Oder Tekken. Auch ohne Beschreibung. Das sieht nicht schön aus. Da wurde das mit Tesafilm reingeklebt. Ist natürlich jetzt fast ohne Frontcover, ohne Beschreibung. Und irgend so ein kleiner Faden zum Aufhängen. Also finde ich süß. Irgendwie. So. Dann haben wir Raiden Projekt. Ohne Beschreibung, so wie sie es anfühlt. Ja, ohne Beschreibung. Reingeklebt leider. Oder beziehungsweise die Ecken sind so wie es aussieht. Nee, ist es tatsächlich reingeklebt. Wäre natürlich cool gewesen, wenn das nicht reingeklebt wäre. Weil ich glaube, das ist schon, wäre theoretisch schon mit Beschreibung und nicht reingeklebt schon etwas teureres. So, dann haben wir nochmal Formel 1. Dann haben wir nochmal Thunderhawk 2. Aber beide, glaube ich, auch ohne Beschreibung. Ja, ohne, und alles reingeklebt. Das ist natürlich brutal, wenn die reingeklebt wurden. Aber ist es mit Beschreibung? CDs sind vorhanden. Ich glaube, da gehörte auch nur eine oder maximal zwei rein. So, dann haben wir nochmal Final Fantasy 7. Mit Beschreibung, so wie es sich anfühlt. Ja, ist mit Beschreibung. Und hier auch nochmal komplett. So, dann als nächstes haben wir das Rayman. Auch ein richtig schönes Spiel. So vom Gewicht her würde ich sagen, ohne Beschreibung. Und reingeklebt. Hervorragend nicht. Schade, hättest du die nicht reingeklebt, also du wirst es ja höchstwahrscheinlich auch gucken, das Video, hättest du die nicht, oder hätte man die nicht so reingeklebt, wäre der Wert bei den Spielen doch noch um einiges besser. So ist es theoretisch zum Hinstellen okay. Aber für einen Sammler, der versucht immer so nah wie möglich Richtung Mint. Also Mint heißt so viel wie neu. Near Mint oder Mint oder nahe an Mint, also Near Mint. Das sind die verschiedenen Begriffe. So, ich habe aber, wie gesagt, wir gehen einfach mal weiter. Amiga CD 32, der Clou, ist drin. Das müssen wir nachher mal nachschauen. Da habe ich gar nichts auf dem Schirm. Wipeout, ich würde wetten, Cover ist reingeklebt und es fehlt die Beschreibung. Es ist reingeklebt tatsächlich und es fehlt die Beschreibung. Und, ups, CD selber sieht aber gut aus. Ein paar Fingerabdrücke sind drauf, das darf drauf sein. Wipeout macht aber auf jeden Fall einen Heidenspaß. Das wäre es gewesen mit dem ersten Karton. Und ich würde sagen, wir schnappen uns instant den zweiten Karton. Und ich hoffe, dass das nicht das Inlay vom Sega Saturn ist. Und dann würde ich sagen, wir haben wie gesagt auch die Adressaufkleber schon runtergemacht, damit da nicht irgendjemand... Und da haben wir das zweite. Da ist auch ein Zettel drin. Den lege ich erstmal zur Seite. Ich gucke mir den gleich mal an. Und was haben wir hier? Ein Pappkarton. Dann haben wir von Cobra Gun den Karton inklusive der Gun. Ist auf jeden Fall cool, dass der dabei ist. Jetzt brauchen wir langsam aber sicher Platz. Ja. So, passt. So, dann haben wir Zeitung und ein noch weiteres Paket. Das müssen wir einmal rausnehmen. Dann haben wir Styropor und noch mehr Styropor. Papier, Papier. Ein Umschlag und wir kommen zur Sega Saturn. Ich glaube aber, das war's in dem Paket. Das sieht ganz gut aus. Ja, das scheint leer zu sein. Das heißt, die können wir schon mal wegpacken. So, die gucke ich mir nachher an. Laut seiner Aussage komplett und mit dem 60 Hertz Umbau tatsächlich. Also da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Ihr seht es nachher auf den Fotos. Ich mache nachher noch ein Gesamtfoto von den Sachen, damit ihr euch das im Einzelnen mal anschauen könnt. So, dann gehen wir mal weiter in diesen Karton hier rein. Zack. Zack. Und was haben wir da? Sega Saturn. Mysteria, sehe ich schon. Sieht auf jeden Fall so sehr, sehr gut aus. Mit Beschreibung, so wie es sich anfühlt. Ja, CDs sind alle lose.
Aber Beschreibung sieht auch hervorragend aus mit der Werbung mit da drin. Also da kann man absolut nicht meckern. Manko natürlich sind diese Losen. Ich hoffe, ich habe es immer hoch genug gehalten. Ich bin nämlich selber ganz schön hyped. Und das kann man, wie gesagt, wieder vernünftig reparieren. Das kriegen wir wieder hin. So, dann haben wir Virtual Fighter 2. Aber auch hier ist das Cover gelöst. Auch das Frontcover. Virtual Fighter 2 mit Beschreibung. So. Da war auch mein Tipp. Packt die Lieblingsspiele und die Konsole in einen Karton und den Rest in einen anderen Karton. Damit wir ungefähr den Wert von 500 halt auch durcheinander haben. So, dann haben wir das. Ich will es nicht aussprechen, weil sonst steht es hinterher in den Kommentaren, wie es richtig ausgesprochen wird. Ihr könnt es ja trotzdem reinschreiben. Shining Rhythm. Shining Rhythm würde ich fast sagen. Aber es wäre mit Beschreibung. Es ist tatsächlich auch noch komplett, noch zusammengeklebt. Das, was er meinte, war diese Wellen. Die hat es tatsächlich. Ich weiß nicht, ich versuche es mal irgendwie einzufangen, dass ihr das auch selber mal seht. Also diese Wellen sind auf jeden Fall da. Sowohl Vorder- als auch Rückseite. Kann sein, dass es da mal selber geklebt wurde und da mit einem nicht so guten Kleber gearbeitet wurde. So, dann haben wir das Panzer Dragoon 2. Auch sehr, sehr wellig. Also das kann man definitiv nicht anders sagen. Es ist sehr, sehr wellig. Das kriegt man auch, glaube ich, nicht mehr so ohne weiteres hin. Dann mit Beschreibung, so wie sie es anfühlt. Oh. Ja, also er sagte, es wäre sealed. Ich bin tatsächlich bei Sega Saturn nicht so tief in der Materie. Er sagt, es wäre sealed. Es ist tatsächlich der Aufkleber drauf. Man kann ihn auch nicht einfach aufmachen. Es sieht auch aus wie dieser abgerundete Aufkleber. Ich weiß nicht, ob man das... Ich weiß es definitiv nicht, ob man es in der Kamera sieht. Ich hoffe es. Aber er scheint noch nie geöffnet gewesen zu sein. Vielleicht für jemanden interessant. So, dann haben wir... Ach ja, hier noch mehr Papier. Das Virtual Cop. Dann haben wir einen schönen Flipper. Last Gladiators. Und dann geht es weiter mit Shining the Hollow Arc. Auf jeden Fall auch was Feines. Und mit Beschreibung, so wie es sich anfühlt. Ups. Ja, Beschreibung ist drin. Ja, bitteschön. Sogar im gutem oder sehr gutem Zustand. CD tippitoppi. Und dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Spiel. Aber erstmal hier vorsichtig wieder reinpacken, damit da nichts dran kommt. Wie gesagt, alle Spuren, die man jetzt reinmacht, die kriegt man. Sowas kriegt man nicht wieder. Das wäre schade für jede Spur, die zusätzlich reinkommt. So, dann haben wir nochmal das Knights. Davon haben wir ja gerade die Beschreibung gehabt. Es gibt die, also so ist sie leider eine relativ günstige. Es gibt sie aber auch nochmal mit so einer originalen großen Hülle. Dann ist sie etwas teurer. Ich glaube, um die 40, 45 Euro wird sie dann gehandelt. So war es, glaube ich, um die 20 oder irgendwie sowas in der Größenordnung. So, dann haben wir noch mein persönliches Highlight. Unter anderem Parodius. Mag ich total gerne auf jeder Konsole. Und das wäre mit Beschreibung. Upsala. Das wäre auch mit einer sehr guten Beschreibung. Das Spiel selber. Also ich kann mich absolut nicht beschweren. Das sind wirklich fast schon Spiegel. Ich werde sie nachher nochmal genauer begutachten, ob ich noch irgendwelche Fehler finde auf den CDs etc. Und dann haben wir noch ein bisschen Beschreibung. Und wir haben nochmal Nightmares Into the Dreams. Auch in dem Fall hat sich da jemand die Mühe gegeben, hinten einen Tesafilmstreifen drauf zu machen und so eine Büroklammer so aufzudrüseln und da dran zu machen, damit man es dann zack an die Wand hängen kann. Ist natürlich eine Wertminderung tatsächlich, weil das muss man erst versuchen, wieder vorsichtig abzubekommen. Man bekommt sowas ab mit einem Heißluftföhn oder normalen handelsüblichen Föhn. Damit bekommt man es ab. Aber es ist natürlich mit Arbeit verbunden. So, damit wäre der Karton auch leer. Und ich würde sagen, ja, wir haben alles einmal gezeigt. Hier schaue ich nachher mal rein, ob es komplett ist. Wenn es komplett ist, schreibe ich es natürlich ins Bild rein. Komplett.
Wenn was fehlt, schreibe ich rein, was gefehlt hat eventuell. Wenn es nicht drin stehen sollte, dann war es auf jeden Fall komplett. Ich würde sagen, weiter geht's. So, ich habe ja gesagt, dass ich mir selber auch was rausgesucht habe aus diesem Paket als mein persönliches Weihnachtsgeschenk. Das wäre einmal der Sega Saturn in OVP. Und es wären einmal die beiden Spiele gewesen. Einmal Parodius, was ich persönlich richtig nice finde. Und das Bomberman. Das waren so meine persönlichen Highlights. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe zwar schon einen Sega Saturn, aber ein 60 Hertz Umbau ist was Feines, auf jeden Fall. Ich würde sagen, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, das war der letzte Deal in diesem Jahr, zumindest wo Geld geflossen ist. Bezahlt habe ich für das gesamte Konvolut, was ihr euch da vorhin angeschaut habt, 950 Euro. Es fehlen, wie gesagt, ja leider ein paar Beschreibungen, die den Preis etwas nach unten gedrückt haben. Es wäre schön gewesen, wenn sie mit dabei gewesen wären, dann wären wir auch locker über die 1000 gekommen. Aber ich würde sagen, euch auf jeden Fall einen schönen Mittwoch und wir sehen uns noch einmal am Samstag. Ich würde sagen, weiter geht's.